Wow, das war einfach so knapp eben, so knapp. Und damit einfach herzlich willkommen zu einem neuen Video, meine Lieben, hier auf meinem Kanal. Ich bin eben die Bundesstraße gefahren, die ich immer fahre. Da ist so ein Feldweg, so eine ganz beschissene Situation. Und vor mir war ein Motorrad. Und aus diesem Feldweg ist einfach mal ein Auto rausgezogen. Und ich sage euch, das war wirklich kurz davor, dass es richtig knallt. Und man ist einfach dahinter und sieht die Situation kommen, weiß genau, was passiert. Und er vor dir sieht es einfach nicht. Oder er versteht die Situation einfach nicht, weil er vielleicht einfach ortsfremd ist oder so. Es war einfach wirklich super knapp. Bin froh, dass da nichts passiert ist. Gerade in solchen Situationen ist es echt so, dass ich das Gefühl habe, oder nicht das Gefühl habe, sondern einfach realisiere, wie extrem gefährlich das hier einfach ist. Wo man dann auch wirklich drüber nachdenkt. Vor allem, er war gerade, das war eine Harley, so ein Shopper, so total chillig, mit seiner Tochter hinten auf dem Rücksitz unterwegs. Das hätte einfach nur mega gescheppert und er hätte nichts machen können. Der Autofahrer hat es im letzten Moment gesehen. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, der Autofahrer hätte Schuld gehabt. Aber trotzdem, die Schuldfrage ist ja komplett egal, wenn du als Motorradfahrer eh immer der Schwächere bist. Ich lag die ganze Woche flach. Und heute ist der erste Tag, wo es mir wieder einigermaßen ganz gut geht. Dann das schöne Wetter hier in Kombination. Dann dachte ich natürlich, alles klar, wir steigen sofort aufs Bike. Und fahren ein bisschen Motorrad, was auch sonst. Die Maschine kommt gerade frisch aus der Inspektion. Heute ist, was heute für ein Tag? Freitag. Und am Montag war sie in der Inspektion. Da konnte ich euch ja preismäßig noch gar nichts zu sagen, das kann ich jetzt. Die Inspektion mit Ölwechsel und allem hat knapp 127 Euro gekostet. Das finde ich echt billig, muss ich sagen. Also das finde ich ist voll im Rahmen. Ich habe natürlich noch was anderes machen lassen. Das werdet ihr wahrscheinlich schon ahnen, nachdem mich die Triumph so sehr geflasht hat mit ihrem Quickshifter. Habe ich auch einen Quickshifter jetzt hier in der Maschine. Ich werde euch das gleich mal demonstrieren. Ich sage euch, das ist einfach nur geil. Ich fahre jetzt auch gerade das erste Mal wieder mit der Maschine, nachdem ich sie abgeholt habe. Guck mal, hier ist meine linke Hand. Voll gut. Das macht richtig Bock. Es ist halt ein viel, viel entspannteres Fahren. Ich fahre quasi eine ganz andere Maschine gerade, als die Honda, die ich vor ohne Quickshifter hatte. Es ist wirklich tiefenentspannt. Ich muss sagen, dadurch, dass ich die ganze Woche flach lag und super viele Videos irgendwie geguckt habe, bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, was ich mit euch jetzt oder was euch noch interessiert und was wir machen sollen. Eigentlich hatte ich geplant, heute nochmal eine andere Maschine zu fahren. Das hat leider nicht geklappt. Man muss ehrlicherweise auch sagen, dass die Händler teilweise da sehr verschlossen sind. Kann ich natürlich nachvollziehen, finde ich trotzdem irgendwie schade. Weil es natürlich für uns geil wäre, wenn wir viele Maschinen fahren könnten. Ich möchte da aber auch nicht so auftreten nach dem Motto, hier pass auf, ich interessiere mich für eine Maschine und meine das gar nicht ernst, sondern habe von vornherein irgendwie mit offenen Karten gespielt, dass ich gerne ein Video drehen würde. Von einigen kam gar keine Antwort. Ja, ist halt irgendwie schwierig. Mal gucken, wie wir das lösen können oder ob wir das lösen können. Vielleicht könnt ihr mir da mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da vielleicht Tipps habt oder vielleicht auch hier in dem Raum Hannover, Hamburg Händler kennt, die vielleicht ein bisschen entspannter sind mit der ganzen Situation oder das hier unterstützen wollen oder die das hier unterstützen wollen. Das wäre ganz cool, wenn ihr mir da quasi auf die Sprünge helfen könntet. Ah, sowas finde ich immer schweinegefährlich, Leute. Wenn einer aus so einer Seitenstraße rauskommt. Gerade nachdem ich das da vorhin wieder gesehen habe, bin ich jetzt echt so ein bisschen wieder, ja,
gehemmt ist das falsche Wort, aber man ist natürlich wieder so ein bisschen sensibilisiert, ne? Also das Problem ist einfach, glaube ich, man kann noch so doll aufpassen auf dem Motor, auf dem Bike hier. Die letzten 10%, die nimmst du einfach nicht raus, ne? Die letzten 10% werden bleiben und das sind die 10%, die im Zweifel wehtun, in meinen Augen. Das ist halt, ja, so eine Sache für sich, ne? Aber jeder von uns weiß einfach, wenn er auf dieses Motorrad hier steigt, jeder von uns weiß einfach, wenn er auf dieses Motorrad steigt, dass das im Zweifel wehtun kann oder halt auch, wenn es dumm läuft, das Leben kostet. Das muss man einfach mal so knallhart sagen, weil so ist es einfach. Es ist nicht wie, Alter, guck mal Leute, oh, butterweich. Und damit zurück zum Quickshifter. Im Gegensatz zu der Triumph, die wir gefahren sind, ist hier ein Quickshifter verbaut, auch gerne als Schaltautomat betitelt. Das bedeutet, ich kann nur hochschalten, ohne die Kupplung zu ziehen. Alles, was in einen tieferen Gang geht, muss ich weiterhin die Kupplung betätigen, was ja auch an sich überhaupt gar nicht schlimm ist, weil ich finde, es ist sowieso nur interessant mit dem Hochschalten. Oder beziehungsweise das Hochschalten ist das Interessante an so einem Schaltautomaten. So meine ich das. Weil natürlich ist es auch total entspannt, wenn man einen Blipper verbaut hat. Den, finde ich, braucht man aber nicht zwingend. Mhm. Ah, herrlich, ey. Das moppelt hier schön im Rückspiegel. Beziehungsweise in der, wie sagt man dazu, in der Heckverkleidung des Autos. Momentan muss man ehrlicherweise mal sagen, lügt der Wetterbericht jede Woche. Es steht immer, dass das Wetter schlechter wird, das Wetter wird schlechter und das Wetter ist gut. Ich glaube, wir haben gerade ungefähr 17 Grad. Also es ist fast angenehm auf dem Motorrad, muss man sagen. Beziehungsweise es ist angenehm auf dem Motorrad, nicht nur fast, es ist angenehm. Es macht auch wirklich Spaß momentan. Also jetzt quasi die halbe Stunde, die ich jetzt mit dem Quickshifter bisher verbracht habe, muss man einfach sagen, fühlt es sich an, als hätte man ein neues Motorrad, beziehungsweise ein anderes Motorrad, weil mit Quickshifter fahren ist einfach komplette Liebe. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch so seht, wenn ihr einen verbaut habt oder ob ihr quasi klassisch seid und ohne Quickshifter fahrt, beziehungsweise ohne überhaupt irgendwelche Automatik und selber schaltet. Aber es ist einfach krass. Was ich euch mal zeigen wollte, und jetzt kann ich es ja mal machen, hört mal. Ich weiß gar nicht, ob ihr das so krass hört, jetzt wenn ich das Mikro unterm Helm habe, aber das hört sich einfach nur ultra geil an. Ultra geil hört sich das einfach nur an. Es macht auch einfach nur übelst Bock, wenn dieses Motorrad eingefahren ist und man endlich fahren kann, wie man will quasi. Klar muss man jetzt nicht irgendwie übertreiben und dem Motorrad extremst in die Fresse treten, aber das ist schon ein ganz anderes Fahren, muss man einfach mal so sagen, ne? Es gibt echt Leute, die gucken echt immer so ein bisschen aggressiv, ne? Da fragst du dich doch, was ist los mit euch? Ist doch schönes Wetter, entspannt euch mal ein bisschen. Irgendwie so, ne? Man muss doch hier nicht immer so böse durch die Welt laufen. Heute weiß ich, Jungs, es ist, und auch Mädels, ich habe gesehen, es gucken auch Frauen meine Videos. ein Hoch auf YouTube Analytics. Analytics, oder wie das heißt. Ich weiß, heute war irgendwie ein komplett random Video, ohne Sinn und Verstand und ohne überhaupt irgendwie einen Hintergrund. Aber das muss auch mal sein, es war auch wirklich heute mehr als spontan. Deswegen seht mir das vielleicht nach und schreibt gerne in die Kommentare, was wir mal machen wollen, auch irgendwelche lustigen Ideen. Ich bin eigentlich für jeden Scheiß offen, wenn es umsetzbar ist natürlich. Ich habe ein ganz entspanntes Wochenende gehabt. Möchte mich an der Stelle von euch verabschieden. Mit den berühmten Worten: Auf Wiedersehen, bis bald und haut rein.
guide.